Die News aus der Stadt, in der die Gezeiten nie ruhen, in Coppolis. Ein tentakuläres Hallo! Nun zu den aktuellen Splatfest-Kampf-Arenen, denn tatsächlich, wir haben drei Arenen, in denen wir diesmal kämpfen, und es ist für mich ziemlich lange her, dass ich Splatoon gespielt habe. Aber zum letzten Splatfest machen wir nochmal ein letztes Hooray quasi für Splatoon. Deswegen geht sie diesmal ab im alles entscheidenden Splatfest, in dem sich entscheidet, ob Aioli oder Limone tatsächlich beliebter sind. Und ich bin zumindest mal gespannt. Ich bin für Aioli. Ob die Masse das allerdings auch so sieht, ist nochmal was ganz anderes. Und ja, wir wuseln hin. Hier nochmal gucken. Wir haben jetzt Sonntag ungefähr 8.30 Uhr, das heißt, wir haben noch 2,5 Stunden Zeit, um Aioli hier den Sieg zu bringen. Und ich bin mal gespannt, ob ich da wirklich helfen kann, weil Übung ist anders. Aber schauen wir mal. So, auf geht's, ab geht's. Mal gucken, ob ich noch drauf hab. Ob ich irgendwie irgendwas lerne. Und ich habe übrigens keine Ahnung, was da unten die Aioli-Power... was das ist. Weil das ist tatsächlich neu. Das war beim letzten Splatfest, bei dem ich mitgemacht habe, noch nicht. Oh Gott, ja. Und das hat schon mal nicht funktioniert, wie ich mir das dachte. Ich meine, ich habe hier meinen schönen Bubbler, mein Kugelschild, das ich tatsächlich auch eigentlich einsetzen würde. Es wurde nur nicht ganz schnell genug aufgeladen. Da waren die Gegner doch ein bisschen früher da, als mir das lieb war. Aber nicht verzagen. Das ist auf jeden Fall ziemlich spannend für mich hier gerade, weil ich nicht wirklich sehe, wenn da jemand kommt, aber... Flucht! Das hat auf jeden Fall mal gereicht, um die hier ordentlich zu nerven, denke ich mir. Oh Gott, da war jemand. Okay. Aber wir sind in der Führung. Ich hoffe nur, dass wir das auch beibehalten können bis dahin. Ich springe jetzt einfach mal nach vorne, was vielleicht gar nicht mal so eine gute, schlechte Idee war. Ich bin mir da noch nicht so sicher. So, den habe ich auf jeden Fall erledigt. Sehr gut. Oh Gott, das Mist, ich bin nicht hochgekommen. Also, so rein schussmäßig bin ich nicht hoch genug gekommen. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir das hier gewonnen haben, wenn ich mir das hier so angucke. Oh Gott, was mache ich denn? Ach, ich bin so irre. Ich wollte ja eigentlich durch und hier ein bisschen, vielleicht kann ich es euch noch zeigen. Hier rechts, das wollte ich noch ein bisschen einfärben, aber das hat natürlich nicht ganz so funktioniert, wie ich mir das dachte. Einfach weil es nicht so funktioniert. Aber ich meine, ich kann nicht durch die gegnerische Basis einfach so durchspazieren, aber hey. Sieg ist ein Sieg, 67,3% ist schon mal ganz ordentlich, auch wenn meine Punktzahl nicht unbedingt so überzeugend ist. Was soll's, immerhin zweitbester im Team, 6 Punkte für mich, finde ich gut.
So, zweiter Kampf, zweite Arena. Mal gucken. Ich glaube, ich verstehe jetzt auch ein bisschen mehr, was die Power da unten ist. Nämlich irgendwie eine Anzeige, wie oft das Team jetzt schon hintereinander miteinander gekämpft hat. Oh, da ist jemand. Okay, das war extrem knapp. Nur gut, dass der unaufmerksam war. Aber wir kämpfen uns hier definitiv ordentlich voran. Ich sehe relativ wenig grüne Tinte hier rumsplättern. Hier irgendwer zielt auf mich allerdings. Das finde ich nicht so nett. Gucken, ob ich den von... Nee, von der Seite kriege ich ihn definitiv nicht. Muss ich mal gucken, wie ich an den dran komme am besten. Ich meine, ich habe das Schild. Das ist immerhin schon mal ein guter Anfang. Dann erledige ich vielleicht zuerst mal den hier, der haut nämlich hier ein paar Granaten um sich. Das finde ich nicht gut. Ach Mist, der hat mich auch erwischt. Aber immerhin habe ich ihn aufgehalten und wir haben so ziemlich... Wir haben ziemlich viel von der Arena. Allerdings bei weitem nicht alles. Es ist auf jeden Fall ein bisschen knapper als... Hoppala. Es ist auf jeden Fall ein bisschen knapper als vorhin der Kampf, aber... Das kriegen wir noch hin. Ich hatte so Panik, ich habe nur schießen gehört, aber die sind gar nicht auf mich gegangen. Was mich jetzt natürlich das hier kostet, und die wissen genau, wo ich bin, deswegen gucke ich mal, ob ich hier einfach nur ein bisschen abhauen kann. Ein bisschen Tinte verspritze. Und die Nerven, und das hat tatsächlich funktioniert. Ich denke, wir haben gewonnen. Ja, auf jeden Fall. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, 1317 lässt sich doch schon mehr sehen. Und wir haben unseren ersten neuen Splatfest-Titel bekommen. Das finde ich auch gut. Von daher mal gucken, ob wir jetzt im dritten Match auch tatsächlich die dritte Arena sehen. Tatsächlich. Dritter Kampf, dritte Arena. Finde ich richtig cool. Da haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal alles gesehen. Unsere Iodi-Power steigt. Mal gucken, ob wir auch dieses Match siegreich beenden können. Oh Gott! Nein! Ich habe ihn nicht gekriegt, ich habe ihn nicht erwischt. Oh, verdammt, das wäre eine echt gute Chance gewesen, ordentlich voranzukommen. Aber jede Sekunde zählt. Wenn ich das Team aufhalte, kann meines hier voranschreiten. Und wie gesagt, jede Sekunde zählt, jede Sekunde ist wichtig.
Deswegen, meine Freunde, werde ich hier hinten noch mal ein bisschen kurz gucken, dass mehr eingesplattet ist als momentan. Einfach nur, weil jeder Punkt zählt und er hier zum Beispiel. Nein! Der ist zurückgekommen. Die Sau. Haltet ihn auf! Macht ihn platt! Ich weiß nicht, ob ich das kann. Was das angeht, bin ich tatsächlich nicht so gut. Ja, ich glaube, er wurde schon aufgehalten. Zumindest sehe ich ihn spontan nicht mehr. So, ich habe mein Schild. Hier sind... Sind Gegner hier überhaupt? Wo sind die denn? Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache, aber es funktioniert fast. Immerhin, wir haben definitiv gewonnen. Das kriegen die in 5 Sekunden nicht mehr hin. Mal gucken, ob ich noch einen Supersprung schaffe. Ja, tatsächlich so in der letzten Sekunde. Ihr seht's, es ist alles... Also, tatsächlich nicht alles, aber weit mehr als genug in unserer rosa-lila Farbe. Es ist definitiv kein Rosa, das ist lila. Aber ja, mein Gott, ein weiterer Sieg für Team Aioli. So gehört sich das. Und auch der erste neue Effekt, ich hoffe, es ist ein guter. Ja. Und da sind wir wieder im Koffer für Schlager. Mal gucken, ob es tatsächlich jetzt so durchwechselt. Immer die drei Arenen in der drei... In der drei Reihenfolge? Ne, immer die drei Arenen in der Reihenfolge. Hätte ich prinzipiell nichts dagegen. Wiggle, 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 wiggle. Wiggle, 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 wiggle. Oh Gott. Natürlich erwischt er mich. Ach, das ist immer so schade. Ich komme mir dann immer so... so schwach vor. Aber na gut, wie dem auch sei, dann übernehmen wir hier kurz hinten mal das Gebiet, bevor wir uns nochmal nach vorne durchkämpfen, denn das grüne Team hat noch lange nicht alles von mir gesehen. Ach Gott, ich... Es war so knapp und ich hatte mein Schild. Ich dachte, ich hätte das Überraschungsmoment auf meiner Seite und das würde tatsächlich reichen, aber gereicht hat es nicht. Wo ist denn der Kerl hin, der hier mit dem Supersprung gekommen ist? Ah, hinter mir. Ah, super. Gut, immerhin den habe ich diesmal gekriegt. Und ich habe das Gefühl, unser Team ist währenddessen hier ordentlich am Einfärben, während ich hier hinten verzweifle. Oh Gott! Okay, jetzt ist... Okay, ich gebe zu, das hat mich ein bisschen überrascht, dass er plötzlich da war. Auch wenn es eigentlich logisch sein sollte, dass der Gegner da auftaucht. Aber er war auf jeden Fall schneller da, als ich dachte.
So oder so, gucken wir mal, dass ich auch noch ein paar Punkte hier zusammenkrieg. Weil ich glaube, so viel hat mir mein Team hier nicht übrig gelassen. Haltet ihn! Genau, ihr haltet ihn hier und ich gehe da nach vorne und setze in der letzten Sekunde einfach mal mein Schild ein und halte hier noch ein paar grüne Leute auf, die mich dann natürlich noch in der letzten Sekunde töten, was aber nichts macht, weil gewonnen haben wir auf jeden Fall. Das ist die Hauptsache, ist ja hier schließlich ein 4 gegen 4 Teamspiel und im Team haben wir auf jeden Fall gewonnen. Ich denke, ich habe meinen Beitrag geleistet, wenn auch nicht unbedingt den größten punktemäßig. Aber wird schon reichen. Ich meine, hat gereicht. Ist das tatsächlich noch in der Punktereihenfolge? Weil da bin ich schon wieder der Zweitbeste in meinem Team. Das kann ich, wobei 1000 Punkte habe ich. Jo, wie auch immer. So, tatsächlich auch wieder die Tümmlerkuppe. Mal gucken, ob wir im nächsten Match dann nochmal die Moränentürme haben. Jetzt allerdings erstmal hier in der Tümmlerkuppel. Gott. Gucken. Das war auch wieder das Match für uns entscheiden. Oh Gott, aber Volltreffer. Nein, das war ein Roller. Ich hatte mein Schild, ich hätte das Schild einsetzen können sollen müssen. Aber ich dachte, ich hätte noch ein bisschen Zeit, mich vorher auszurichten und zu gucken, wo der Gegner zumindest ist. Aber der Roller hat mich erwischt. Aber gut, dann gucken wir mal, dass hier hinten unser Gebiet tatsächlich auch unser Gebiet ist und hoffentlich bleibt. Der hat gewartet, okay. Ja gut, der hat mich kommen sehen. Das ist allerdings auch okay, weil umso länger er wartet, desto weniger kann er selbst einfärben. Deswegen übernehmen wir hier mal kurz die Farbe. Und ich glaube, das hier wird deutlich, deutlich knapper, als mir gefällt vor allem. Ah, Mist, ich wollte springen. Ich bin gesprungen, oder? Auf jeden Fall nicht drüber. Und ganz ehrlich, das hier wird sehr, sehr knapp. Mist! Der hat mich... Färbt Gebiete ein! Schneller! Es ist definitiv zu viel Grün für meinen Geschmack. Viel zu viel Grün. So, okay. Ich habe eingefärbt, ist mir egal. Ich schätze, das reicht. Aber das war definitiv das knappste Match bisher in diesem Splatfest. Trotzdem mehr als die Hälfte der Map für uns. Damit ein sicherer Sieg. Puh. Ich glaube, das ist alphabetisch mit... Nee, ist es nicht. Alphabetisch ist es auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung.
Und wir haben nicht die Moränentürme, sondern wieder das Kofferfischlager. Das heißt, das hier ist nicht in der Reihenfolge, wie es sein sollte. Und wir kämpfen gegen ein Team, das schon 28 Mal zusammen gekämpft hat, wenn ich denn die Anzeige richtig verstehe. Was für mich heißt, dass ich es vielleicht ein bisschen defensiver angehe und tatsächlich erstmal versuche, mein Schild aufzupeppen, bevor ich hier reinspringe, was natürlich, ich sage es und halte mich dann selbst nicht dran, aber da habe ich das Schild und nutze es doch einfach mal, um hier ein bisschen für Ärger zu sorgen hier vorne. Mist, wie hat der mich denn noch? Ach, dammit. Kurz überlegt, zu wem ich hinhüpfe, aber denn ich hüpfe auf jeden Fall. Alter, ist der. Ich weiß nicht, ob er so schnell ist. Ich meine, der Endzap ist schon ziemlich schnell, aber. Damn, haut der drauf. Alter Falter, sag ich da nur. Alter Falter. Was ich nicht gut finde, denn hier ist jetzt definitiv deswegen zu viel grün. Ach, immerhin. Tails Luigi habe ich auch noch erwischt. Was allerdings momentan nicht sehr viel hilft. Was war denn hier gerade? Hier ist doch gar nichts. Oh Gott. Ei. Ei, Karamba. Schild. Mist. Ich bin zu schnell. Ich bin immer noch zu schnell tot. Ich konnte ein bisschen was machen, aber ich fürchte, das hier ist wirklich nicht. Das hier wird nicht unser Match, leider. Da war das gegnerische Team eventuell doch ein bisschen zu übermächtig. Die sind aber auch einfach überall. Bim. Wenn ich schon verliere, dann gehe ich unter, indem ich bis zum letzten Atemzug kämpfe. Oder vorher nochmal kurz sterbe. Aber ja, definitiv verloren. Das Team, wow. Das Team, das ist echt krass. Aber gut, wenn man 28 Mal zusammenkämpft, vielleicht kriegt man da irgendwann so langsam auch ein bisschen Gefühl dafür, wie die anderen Spieler so fighten. Das war auf jeden Fall nicht unbedingt unser Match, aber ich habe auch das Gefühl, Chess, das war definitiv nicht Chesses Match. Da unten 8 Mal gestorben, nicht einen Kill, letzter Platz. Naja. Aber gut, das nächste wird wieder besser. Nicht verzagen, alles gut.